So, also, es ist soweit. Ein paar Leute hatten es sich im Chat gewünscht, dass wir das Format von Sascha joinken und eine Frage Go machen. Es haben sich schon ein paar Leute auf dem Discord eingefunden. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich einfach nur beängstigt sein soll. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum und starten. Emil, eine Frage Go. Was sind deine Ziele noch auf Twitch? Das ist eine ganz normale Frage, aber ich bin so leicht unsicher. Ziele auf Twitch ist eigentlich weiter streamen, mehr streamen und das quasi wie eine halbe Stelle betrachten. YouTube Vollzeit und noch eine halbe Stelle dazu, sodass ich quasi anderthalb Stellen arbeite. Danke dir, mein Lieber. Okay, nice. Kuss, Kuss. Danke. Okay, es geht weiter. Architekt, was geht? Eine Frage Go, der hört mich nicht mal. Das ist perfekt. Nee, das ist, was geht? Moin. Was geht? Eine Frage, Go. Hast du jemals versucht oder überlegt, den Zauberwürfel zu lösen? Den Zauberwürfel zu lösen? Ich kann den in unter einer Minute lösen. Okay, nice. Vielen Dank für deine Frage. Ich kann euch das mal im Stream beweisen. Ich sag dir ehrlich, Zauberwürfel komplett Goat-Ding. Zeig. Show it. Ey, Jungs. Ich mach das nach. Eine Frage, Go. Eine Frage, Go, mein Lieber. Moin, Dave. Moin. Was hast du noch so für Pläne mit deinem Moped so? Weil ich feiere den Motorrad-Content übelst und echt nice, wenn da noch mehr kommt. Danke dir, Bro. Ich würde ganz gerne diesen Sommer eine Tour mit anderen Leuten auf dem Motorrad machen. Das ist eigentlich so gerade das größte Ziel. Hätte aber auch Bock, die auf Sumo umzubauen. Bin mir aber unschlüssig, weil das halt extrem teuer ist. Vielen Dank, mein Lieber. Nice, okay. Es macht schon Bock. Wenn Leute denn sprechen, macht's Bock. Bumi, was geht? Eine Frage Go mit Jack Ma. Jo, servus. Profilbild. Hallo? Hallo, hörst du mich? Ah, jetzt, servus, ja. Servus. Ich wollte dich mal fragen, was so noch deine Ziele sind. Im Leben oder auf YouTube? Extrem viel Geld. Nee, keine Ahnung. Ey, ich bin tatsächlich, habe ich gestern mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass es momentan für mich komplett verrückt ist, das hier so machen zu können und das als meinen Job zu haben, also YouTube, Twitch und im Online-Game. Damit habe ich mir Real Talk mein größtes Ziel erfüllt und jetzt mein weiteres Ziel ist es, das weiterzuhalten und das wirklich langfristig machen zu können. Cool wäre irgendwann Real Talk ein Haus und Garten, so das Standardziel, das finde ich schon sick und einen 911er in der Garage, das wäre auch geil. Danke dir, Bro. Kuss. Schönen Abend noch. Ebenso. Was geht, Hallo? Nico? Was geht, Bro? Yo. Eine Frage, Go, mein Lieber. Wann bekommt Jana VIP? No, nee, gar nicht. Danke dir. Tschüss. Schnell weg. Ah, was geht? Safe Life, mein Lieber. Was geht, Bro? Ich wollte nur kurz fragen, wann du aufhörst, Trash zu sein, Mario Kart. Das dauert noch ein bisschen. Vielen Dank für deine Frage, mein Lieber. Aber das hätten wir auch direkt an Daniel weitergeben können. Oh, man. Jonas, was geht? Eine Frage, Go, mein Lieber. Oh. Was geht, Bro? Okay, ich habe eine Frage. Ja? Du hast doch bestimmt das mit Gewitter im Kopf mitbekommen. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Ich mag die Jungs gerne, fand die Aktion aber untypisch und bin kein Freund, wie Tim und die Leute um ihn herum das gelöst haben. Ja, okay. Ja. Danke. Kein Problem. Kuss. F wie Vogel. Was geht? Eine Frage, Go, mein Lieber. Wie lange hat es gedauert, um sich das auf YouTube und Twitch so aufzubauen? Wenn ich ganz ehrlich bin, dann quasi seitdem ich 13 bin und habe die ganze Zeit Erfahrung gesammelt und habe erstmal jahrelang Videos ohne Zuschauer gemacht und habe die ganze Zeit am Anfang 10 Klicks gehabt, dann 20 und irgendwann mit 13 Jailbreak-Tutorials gemacht, die 200, 300 Klicks hatten. Habe schön Scheiße gefressen auf dem Dorf, weil das natürlich niemand nachvollziehen konnte. Also wirklich so lang. Dann habe ich ja in so einer Agentur gearbeitet und konnte mich da beweisen und habe mich dann Ende 2019, Anfang 2020 dafür entschieden, das durchzuziehen. Dann war halt in 2020 komplett crazy, was passiert ist. Der Durchbruch war letztes Jahr, aber eigentlich war es wirklich ein jahrelanger Prozess. Kuss, sehr nice Frage. Vielen Dank. Haram, was geht? Eine Frage, Go, mein Lieber. Hallo? Eine Frage, Go. Wollt mal deine Meinung zu Air abhören? sehr, sehr nices Produkt. Ah ja, hab ich mir gedacht. Wie lang, achso, du bist Mara. Ich hab dich einfach nur als Haram gelesen. Ja, Air Up würde ich jetzt kein Placement für machen, sagen wir so. Danke. Das wissen nur die Leute, die lange, lange schon dabei sind. Hadoofi, was geht? Eine Frage, Go. Dann eine Frage, wenn du was studieren müsstest jetzt, was würdest du studieren? Sport an der Spoho. Und dazu kommt auch ein Video. Weil ich habe gemerkt, es bringt nichts. Keine Ahnung. Also das Studium muss einem ja auch an sich Spaß machen. Das soll nicht nur einfach ein größeres Ziel sein, wie es jetzt beim Medien- und Marketingmanagement gewesen wäre. Ja. Keine Ahnung. Deswegen würde ich wahrscheinlich an die Spoho gehen. Okay, dann. Kuss. Danke dir. Oh man, was kommt jetzt? Was geht, Bro? Eine Frage, Go. Hallo? Hallo?
Moin. Was geht? Meine Frage wäre, ob du mal in Richtung Poker da so ein Zuschauerturnier machen willst oder so. Ja, könnte ich mir vorstellen. Hab gestern Abend schon mit Kevin wegen weiteren Pokerturnieren gesprochen und wir wollten eigentlich heute telefonieren, aber hat irgendwie nicht geklappt. Also es sind mehr Pokersachen geplant und hoffentlich vielleicht auch Sachen mit der Community. Safe, okay. Ja, ich mies Bock. Ja? Ja, gib Bescheid. Geil, mach ich. Kuss, Kuss, Kuss. Vielen ciao, Dank. Ciao, ciao. Eine Frage, go. Daniel, eine Frage go auch für dich. Hey Bro, Niklas, move Daniel direkt wieder weg. Danke, Felix, was geht? Eine Frage go. Habt ihr irgendeinen Kodex beim Auswählen von Videos für mehr Anzeigen oder die anderen? Nee, ich mach das bei mehr Anzeigen und so tatsächlich aus dem Bauch heraus und je nachdem, wie krank der Content halt einfach wieder am Ballern ist, so wähle ich das aus. Und wenn Sascha und Nico mich anrufen, dann sagen die mir auch immer, was ich schneiden soll und was nicht. Danke dir, Bro. Das ist wirklich nur Trash, Alter. Was geht, Flo? Eine Frage, go. Was sind so deine Hauptziele für deinen YouTube-Kanal dieses Jahr? Ich habe ein sehr großes Projekt, was ich schon seit einem Jahr im Kopf habe. Und dafür brauche ich unbedingt einen Partner. Nicht, weil ich da großen Profit rausschlagen will, sondern weil es einfach nicht ohne Partner möglich ist. Das hat sehr viel mit Outdoor-Sport zu tun und Extremsport und wäre so das größte Projekt, was ich jemals hätte. Plus, abgesehen von meinem Kanal, würde ich halt nach wie vor gerne den Testkanal, also Deutsche Cut, Deutsche Jubilee starten. Ist nur während Corona nicht möglich, weil obviously 5 bis 8 Leute zusammen in einem Raum sein müssen. Plus Kameramänner. Alles klar. Vielen Dank, mein Lieber. Kuss, Kuss. Schönen Abend noch. Ciao. Mar, eine Frage, go. Moin, also meine Frage ist, was siehst du als den Sinn des Lebens oder denkst du, dass man sich darüber Gedanken machen sollte und ob Gedanken machen sollte? Es ist für mich nie ein großes Thema. Ja, also ob man sich darüber Gedanken machen sollte, weil man vielleicht zu... Es ist für mich... Der Sinn des Lebens, Bro. Es ist für mich kein besonders großes Thema, weil ich, ja, also was Spiritualität und so angeht, das ist überhaupt nicht so mein Ding und Sinn des Lebens, keine Ahnung, das ist, Delay kickt anders rein. Keine Ahnung, das muss jeder für sich selber wissen und ob man so den Sinn des Lebens und so suchen will, finden will. Ich glaube aber, dass eine Sache, die der Sinn des Lebens sein kann, ist im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu viel für Ziele zu leben, nicht zu viel sich beispielsweise einen wegzusparen, damit man später viel Geld haben kann. Im Hier und Jetzt leben, das Jetzt genießen und nicht darauf warten mit 16, dass man irgendwann 18 wird und Alkohol trinken darf oder sonst was, das wird ja jeder von euch kennen. Kuss, 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 danke für deine Frage. Was geht, Felix? Eine Frage, go. Wie fühlt es sich an, seine Millionen mit Taschengeld von ahnungslosen 10-Jährigen zu verdienen? Das weiß ich nicht. Da musst du wahrscheinlich Trimax oder Revi fragen. Kuss, Kuss, danke. Hey, jetzt Flo, was geht? Eine Frage, go. Hi, moin, moin. Ich wollte fragen, was so deiner Meinung nach das beste Gadget für den Model 3 ist. So. Eine SSD, weil man damit alle Kameras aufnehmen kann und man übelst den kranken Shit recordet. Kommt bald ein Video zu. Vielen Dank. Ansonsten der Tisch, auch sehr nice. Lina, was geht? Eine Frage, go. Ja. Nee, das ist wirklich... Das war mir zu deep, das konnte ich nicht beantworten. Laurin, was geht? Eine Frage, go. Worauf bist du am meisten stolz? Wahrscheinlich Kram zu machen, der mich selber interessiert und jetzt auch in den letzten Videos, das hört sich so dumm an, aber mehr drauf zu scheißen, was gut funktioniert und mehr das zu machen, worauf ich Bock habe. Also insgesamt würde ich schon sagen, dass ich stolz bin einfach auf meine YouTube-Videos, weil ich die selber halt nice finde, sonst würde ich es natürlich nicht machen. Kuss, Kuss. Danke. Moin Leute, Leon hier. Was geht? Eine Frage, go. Wann macht es für dich keinen Sinn mehr, YouTube zu machen? Wann es für mich keinen Sinn mehr macht, YouTube zu machen? Ja. Wenn es keine Zuschauer mehr auf YouTube gibt? Wenn es andere Plattformen gibt? Ungefähr. Also meinst du jetzt für mich, also wenn sich auch weniger Leute interessieren und so? Ja. Ja, es ist blöd zum Erklären. Also wenn jetzt zum Beispiel nur mehr so 500 Views auf meine YouTube-Videos habe, wird es nur einen Sinn machen für die? Ich würde das als Zeichen dafür nehmen, was anderes zu machen wahrscheinlich. Aber es macht immer Sinn, YouTube-Videos zu machen, wenn man Bock darauf hat. Und es ist auch immer Platz da für genau dich oder denjenigen, der Content machen will. Du musst halt nur irgendwas machen, was
Leuten mehr Spaß macht als andere Videos. Und wenn du abends auf YouTube unterwegs bist und nicht mehr weißt, was du gucken sollst, oder wir hier im Stream sind und nicht mehr wissen, was wir gucken sollen, das ist der Moment, in dem man merkt, dass immer noch Platz für Content da ist. Es kann nicht genug Content geben. Kuss. Safe. Danke. Also durchziehen, ciao. Weitermachen. Tschüssi. Ciao. H1, was geht? Eine Frage, go. Ja, moin. Moin. Ich habe eine Frage, und zwar, warum keine Rolex aus der Türkei? Dann hättest du mein Ziel erreicht. Dann hätte ich mein Ziel erreicht, aber es geht ja um wirklich viel mehr um das Erreichen des Ziels als die Rolex an sich. Und eine echte Rolex ist schon wirklich was Besonderes. Danke für deine Frage. Kuss, kuss, kuss. Pierre, was geht? Eine Frage, go. Was geht, Dave? Ich wollte dich fragen, ob du mit deinem Moped mal crossen gehen würdest, also auf so einer Crossstrecke. Safe. Habe ich vor. Übelst Bock drauf, habe ich noch nie gemacht und reizt mich sehr. Auf jeden Fall Bock. Kuss, danke dir. Kaisho, was geht? Eine Frage, go. Moin, Meister. Moin. Ich habe eine Frage, und zwar, was willst du dir für ein nächstes Motorrad holen? Hast du irgendwie Bock auf eine 1000er oder so mit mehr PS? Ja, ich habe tatsächlich, hätte Lust, mal Straßenmotorrad überhaupt zu fahren, um zu wissen, ob es was für mich ist. Ich bin mein Leben lang nur Enduros gefahren und auch nur Enduros Probe gefahren. Also ich hätte Bock, andere Arten von Motorrädern auszuprobieren, um zu wissen, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Perfekt, dann hoffentlich im Vlog. Ja, safe. Ich würde aber momentan wahrscheinlich zu einer 701 oder 690er oder so tendieren. Das finde ich schon sehr, sehr nice. Also ich würde... Kannst ja bei Kulewu gewinnen. Ja, stimmt. Da muss ich mitmachen. Danke dir, Bro. Okay, hau rein. Ciao. Finn, was geht? Hallo. Ich wollte fragen, wie schnell du mit deiner Karre fahren kannst. 140, dann wackelt der Lenker aber so sehr, dass es wirklich gefährlich ist. Also 140, aber geil. Ja, 140 auf der Autobahn, dann fliegt die dir aber auch wirklich um die Ohren. Kuss, kuss, kuss. Heftig. Okay. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Jana hat es diese Folge leider nicht reingeschafft. Naja, was soll's. Es wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen hier oder auf Twitch wieder. Kuss, kuss, kuss. Es war ein absoluter Traum. Vielen Dank an Niklas und alle anderen. Vielen Dank. Es war sehr nice.